Es ist früh morgens gegen 5 Uhr in Hochkirch. Wir schreiben den 14. Oktober 1758, einen ganz besonderen und für die umliegenden Orte recht tragischen Tag im Verlauf des siebenjährigen Krieges zwischen Preußen und Österreich. An diesem neblig nassen, finsteren Sonntagmorgen rücken von den preußischen Vorposten unbemerkt österreichisch-ungarische Truppen aus Richtung Tschornebo gegen die bei Hochkirch lagernden Preußen vor, überwältigten deren erste Einheiten und richteten die erbeuteten Geschütze in Richtung Hochkirch. Vom Angriff völlig überrascht und nur teils bekleidet versuchten die Preußen in Kampfformation zu gehen. Die Reiterformationen des österreichischen Generals Laudon trieben die Preußen in den Ort. Es entbrannte ein erbitterter Häuserkampf. Die preußische Armeeführung unter dem Feldmarschall Jakob Cave mahnte Friedrich schon im Vorwege eindringlich zur Vorsicht. Im Angesicht der für die Preußen ungünstigen Standortwahl fürs Lager zwischen Hochkirch und Kotitz. Doch Friedrich schlug sämtliche Warnungen in den Wind, hielt den österreichischen Heerführer Marschall Daun für einen Zauderer. Hinzu kam die zahlenmäßige Unterlegenheit der Preußen. 37.000 von ihnen standen etwa 78.000 Österreichern gegenüber. Der preußische Major von Langen hielt von den anderen abgeschnitten mit einem Bataillon den Hochkircher Friedhof bis zum bitteren Ende. Ein Denkmal auf dem Friedhof und zahlreiche Einschusslöcher in der Kirchentüre erinnern an das Schlachten. Und der Dorfweg an der Friedhofsmauer trägt noch heute den Namen Blutgasse. Unter hohen Verlusten versuchten die Preußen, Hochkirch zurückzuerobern, was zwei ihrer Heerführer, Jakob Cave und Prinz Franz von Braunschweig, mit dem Leben bezahlen mussten. Tragisch das ganze Ergebnis dieses Tages, das mit einer schweren Niederlage der Preußen endete, denn fast 9000 Soldaten waren in den wenigen Stunden gefallen. Aber auch die Österreicher hatten mit fast 8000 Toten hohe Verluste zu beklagen und deren Marschall Daun sah auch aufgrund dieser Fakten von der weiteren Verfolgung der Preußen ab, was diesen wiederum die Möglichkeit zum Rückzug bot. Dieses grausige Machtspiel zweier Staaten bescherte in nur 5 Stunden etwa 17.000 Menschen den Tod oder schwere Verwundungen, verwüstete Hochkirch und die umliegenden Dörfer und Gehöfte und kostete auch unzähligen Einwohnern das Leben. Aber es markierte auch einen Wendepunkt im Kriegsverlauf. Um an diese Geschehnisse vor 250 Jahren zu erinnern und der Toten zu gedenken, veranstaltete der kulturhistorische Verein des Ortes mit dem Namen Alter Fritz fast auf den Tag genau in Zusammenarbeit mit dem Kulturförderverein Hochkirch, zahlreichen militärhistorischen Vereinen aus nah und fern sowie unzähligen zivilen Helfern diese Geschichtsreise zurück in die Zeit des Siebenjährigen Krieges. Erstes Ereignis am Vormittag des 11. Oktober war eine Gedenkveranstaltung auf dem Hochkircher Friedhof. Feldprediger Manfredus K. alias Manfred Krempe vom 3. Kurfürstlichen Sächsischen Kreisregiment prangerte den Krieg im Allgemeinen an und wagte seinerseits einen Blick in die Zukunft. Es wird dann vielleicht Menschen geben, die es für wert erachten, sich mit unserer Zeit zu befassen, oder es ist niemand da, der sich für uns interessiert, weil es der Menschheit nicht gelungen ist, ihre Art zu erhalten. Hoffen wir, dass Ersteres eintritt. Und er endete mit einem Gebet. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Möge es so geschehen. Amen.
Tritt! Bis fast ins kleinste Detail original nachgebildet waren die Uniformen der angereisten Hobbypreußen und Österreicher. Da sich die militärhistorischen Vereine untereinander unterstützen und auch einmal beispielsweise bei Veranstaltungen des anderen als Ordner aushelfen, vereinsintern jedoch unterschiedliche Geschichtsepochen repräsentieren, ja, da kann es schon mal sein, dass die eine oder andere Uniform nicht unbedingt mit den Geschehnissen vor 250 Jahren in Zusammenhang steht. Französische Husarenuniform. Die waren hier nicht dabei. Aber die Husarenuniform hat sich eigentlich nicht groß verändert. Die ist fast so geblieben. Die hat sich kaum verändert. Das ist, die sind dann die, später, das ist ja der Kolbak, der damals schon war, und der eigentlich bis zum Chaco, die haben ja dann Chacos gekriegt. Aber auch Frauen waren in Soldatenröcke geschlüpft. Ob freiwillig oder unfreiwillig, bleibt ihr Geheimnis. Ich sehe hier keine Frau. Nein. Nein? Wir sind Freitagwohner von Gleist. Preußen, sozusagen. Dank moderner Aufzeichnungstechnik hätte der alte Fritz heute seine helle Freude an der Arbeit von Bernd Reitzenstein und könnte die Folgen seines damaligen Handelns vielleicht ungeschehen machen. Wir dokumentieren für unsere Mitglieder des Dreispitzes, weil der Friedrich ist ja tot. Wir kommen aus Weißenfels und gehören zu dem Infanterieregiment Prinz Clemens, das auch hier in Hochkirch nicht dabei war. Auch die Jugend begeistert sich immer mehr für diese Geschichtsepoche und so ist es auch nicht verwunderlich, dass beispielsweise Ludwig Flittert einen jungen Trommler des Sächsischen Kreisregiments mit Sitz in Kamenz verkörpert. Ich bin ins 12. Mal dabei. Also nicht hier, aber schon ganz schön 12. Mal. Und macht was? Ja. Und das tolle Herbstwetter an dem Tage war sicherlich auch einer der Gründe dafür, warum bis zu 3000 Zuschauer sich dieses aufwendig inszenierte Spektakel nicht entgehen ließen. Also bis jetzt erstmal bin ich sehr zufrieden. Es sind schon viele Besucher hier unterwegs gewesen. Mit den Truppen, das hat alles super geklappt. Unsere Gedenkminuten am Obelisken und an dem Apfelbaum, der hier für die tote Zivilbevölkerung gepflanzt worden ist, waren schön. Waren eindrucksvoll und ich hoffe, dass die Besucher nicht nur die Schlachtdarstellung dann als das Spektakel sehen, sondern dass sie wirklich auch denken immer an die vielen Opfer, die so ein Krieg gefordert hat. Wir bekommen viele Besucher, denen wir unseren Gedanken nahebringen können, eben die Erinnerung an die Schlacht bei Hochkirch. Und ich denke auch, der weitere Programmablauf wird einen würdigen Rahmen für dieses Gedenken sein. Etwa eine Stunde dauert das schon zu Beginn dieses Beitrages gezeigte nachgestellte Gefecht zwischen den Preußen und Österreichern, was auch der Hochkircher Ortsfeuerwehr kleine Löscheinsätze bescherte. Aufgrund der Trockenheit der letzten Tage hatte das Mündungsfeuer der Musketen und Kanonen ein kleines Feuerchen auf dem Stoppelacker entzündet, was aber nie eine ernsthafte Gefahr für Zuschauer und Akteure darstellte. Ganz im Gegenteil, die Laune der Hobbykämpfer auf beiden Seiten war besser denn je und auch der Feldmedikus sah die verletzten Berge vor seinem Zelt mehr als gelassen. Ja, bewegt sich ja noch. Ja, ich Gott. Er redet nicht mit mir. Bring mir die Zange. Hat man's doch schon. Er hat mir so getan, als ob. Der Kerl, er war nicht ernsthaft verletzt. Eine kleine Kugel, ja Gott, das passiert jeden. Wir haben ja verloren. Aber wir schreiben die Geschichte heute neu.
Wieso? Wollen wir heute gewinnen? Geht ja nicht. Oh. Wir sind ja eh im Mittagsschlaf, wenn die angreifen. 250 war das Problem, dass wir einfach überrannt wurden. Überfall. Es war früh morgens um 5. Und preußische Kontingent und die preußischen Truppen waren noch gar nicht in Schlachtaufstellung. Das war alles völlig daneben. Ich möchte aber jetzt nicht von mir hören. Oder etwa doch. Wer noch mehr über die Schlacht bei Hochkirch erfahren möchte, sollte unbedingt das kleine Museum im Ort besuchen. Unser Museum hat in der Zeit von Mai bis Oktober jeweils den ersten Sonntag im Monat geöffnet, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Und außerhalb dieser Zeit gibt es hier Telefonnummern, wo angerufen werden kann, und dann ist eine Besichtigung jederzeit möglich.